Blub, blub, Leute, nach viel Hin- und Her-Gedön, so, wir haben, oh, ganz schön lange gedauert. Was, ich habe 40 Minuten dafür gebraucht? Das glaubt, nee, ich habe 10 Minuten gebraucht, ich würde schon sagen. Nach viel Hin- und Her-Gedön, so, wie gesagt, blub, blub, zurück zu Dragon's Dogma. Wir haben einiges geändert, vor allem Gary Linde haben wir geändert, denn sie hat jetzt wunderhübsche neue Sachen. Leider für ihren Magier-Shit, das heißt, wird später überhaupt nichts bringen. Aber ist egal, ich wollte ihr mal was gönnen. Die arme Gary Linde hat hier so viel durchgemacht mit mir. Und mit euch, die ihr sie gequält habt und ertränkt habt und so, Nadinchen, wink wink, und Kater und so, ne? Deshalb musste ich jetzt einfach mal ein bisschen was Schönes gönnen. Das hat auch nur knappe 800.000 gekostet. Also ein Schnäppchen. Aber wir kriegen immer wieder, guck, ich habe nichts mehr an Geld, gar nichts. Ich sollte vielleicht mal wirklich die goldenen Waffen verkaufen. Das werde ich machen, sofern ich irgendwann wieder Zugriff auf mein Lager bekomme, weil die sind alle da drin. Tü-tüm. Das Rittergut, hier waren wir, glaube ich, noch nie drin, oder? Aber hier gibt es auch, glaube ich, nicht viel, deswegen bin ich hier nie reingegangen. Hier geht es auch nämlich nicht weiter. Hier kann man nur zwei, drei Sachen sammeln und wieder rausgehen. Ja, seht ihr, hier ist nichts. Hier sind ein paar Früchte und hier könnte man vielleicht irgendwo, da seht ihr, was sammeln, aber... Was das? Die Frage ist es wert? Oh, nimmt doch kein Wasser mit, bitte. Nimmt Quellwasser mit. Apropos. Ich habe noch 14. Ich sollte wieder mal was mitnehmen, wenn mich das Spiel lassen würde. I'm on my way. Ich will jetzt aber noch gucken, was hier unten ist, wenn wir da runtergehen. Ach, hier werden wir wieder aufgehalten. Arisen, I'm glad to see you well. Willkommen, Ifrits Bruder, falls du es noch nicht gehört hast. Der Bot ist immer ein bisschen schneller. We're yet uncertain of the cause of all that's happened. For now, finding those what survived comes first. I worry for those in the castle. But alas, I cannot leave my post to see what's become of them. Ah ja, okay. Ja, ihr seht schon, da unten geht's auch nicht weiter, deswegen werden wir hier geblockt. Richtig schön gekockblockt von den Schweinebären. Gibt's was in der Kirche Neues? Wir sind auf dem Weg zum Herzog, keine Angst. Ja, ihr seht nur so doof und langweilig aus wie immer. Nee, ich hab keinen Bock mit denen zu reden. Oh, die Götter haben uns versagt. Ja, und? Ist mir doch wurscht. Wir werden die Götter einfach stürzen, dann haben wir alle Ruhe vor denen. Ist das nicht toll? Dann haben die nichts mehr zu melden. Wie sieht's bei Fornival aus? Es müsste jetzt auch deserted sein, dieses wunderschöne Mansion. Dieses Herrenhaus. Denn seine Tochter lebt ja... Oh, ist seine Tochter jetzt in den Abgrund gefallen? Finden wir die da vielleicht wieder? Weil die war ja da unten in der Kanalisation, weil sie niemanden mehr hatte, für sie sorgt. Ja, verzogenes Blag. Vielleicht bildet das mal deinen Charakter in eine ordentliche Richtung und nicht so verzogen. Auf jeden Fall sind wir ja ein bisschen daran schuld. Also, ein bisschen, im Grunde hundertprozentig. Naja, okay. Ups. Whatever. Dahin liegt noch eine Truhe, die will ich mir erst noch holen. Wir haben die Herzogin ja befreit, die ist ja wieder zurück in ihr Heimatland zurückgekehrt. Schade. Nochmal Hallo an Retrofan und Ifrits Bruder, falls ihr es noch nicht gehört habt. Ich habe es schon gesehen, dass ihr da seid. Ich bin froh, dass ihr da seid und... Freue mich, wenn ihr Spaß habt. Wir wollen jetzt aber erstmal zum Herzog gehen und ja, müssen mal mit ihm reden, mit dem guten Mann, der alle hinters Licht geführt hat. Darf ich eigentlich in die Schatzkammer rein? Ich würde da gerne nochmal ein bisschen plündern. Da gab es eine Menge Geld. Schatzkammer, die war doch hier irgendwo. Bevor wir zum Herzog gehen, können wir ihn ja nochmal so ein bisschen ausplündern, oder? Guck mal, die Schatzkammer ist einfach unbewacht. Ah. Wir können hier ein bisschen wüten. Oh, wirklich? Keine Schätze mehr da? Das ist ja lame. Das ist ja gemein. Kein Wunder, dass die Schatzkammer unbewacht ist. Moin, ich war nicht in der Schatzkammer. Keine Angst. Hallo. Wer seid ihr? Achso, ihr zwei. Hard at work for his grace. Ganz bestimmt nicht mehr, mein Freund. Ah, Arisen. I ask that you present yourself before the Duke with all haste. His grace has a matter of grave importance to discuss. Ja, ich auch. Nämlich, wie mein Hammer auf seinen Schädel passt, damit er nicht mehr existiert. Wie heftig muss ich zuschlagen? So ein bisschen hau den Lukas. Wisst ihr, kennt ihr doch vom Jahrmarkt, ne? Ein bisschen hau den Lukas auf den Schädel, bis er platzt. Weil nichts anderes hat der Penner eigentlich verdient. Hinterlistige Schlange, die er ist. Hat alles, was er gewonnen hat, oder alles, was er ist, nur dadurch bekommen, weil er... nicht nur ein Arsch ist, sondern sein meistgeliebtes Wesen geopfert hat. Weiß er die Kür, der ist neu. Ich sammle mir einfach mal all den Quark, weil was sonst. Zur Not kann ich es ja auf meine Pawns aufteilen. Konto des Kämmerers. Ja gut, hier gibt es nichts für uns leider.
Wo ging's zum Herzog? Ich hab das vergessen, ich war da nie. Privat gemacht des Herzogs, ja moin. Katsiu, you met with the dragon. Wir haben ihn getötet, im Gegensatz zu dir. Wir waren nicht so feige. And don't think for a minute. I don't know what you did then. I of all men. Du bist ein altes kleines Würstchen. Oh, guck mal, das Schwert. Das hören wir auch kaufen. Ich will das haben. Überrascht dich das noch? No human hands could fell that beast. No. You took the dragon's bargain? Nein. You conspired with it to wither me and usurp my seat as Duke. Der hat jetzt ein altes kleines Würstchen. Oh Mann, Lucy. But you'll not be quit of me. So als ob du noch was tun könntest. Bist du dir sicher, mein Freund? Nein, 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 ich will das nicht. Had you ne'er come, I would yet rule this land. I knew neither age nor the sting of death, while the dragon yet drew breath. Na komm, schlag doch. You, you cowardous wretch! You wanted eternal life for your own. You took the dragon's bargain. You sold your love to death in exchange for glory. Nope. Oh, ich finde das lustig. Schaut ihn euch an, er ist so ein arme Sau. Ach, du bist so ein Dreckstück. Na komm, einmal. Ich habe ihm nichts getan. Ich habe immer nur geblockt. Ich bin sehr passiv in diesem Kampf. Es ist so schön, wie man einfach einen Eisblock einfrieren kann. Komm. Whoop. Bam. Hallo Fussi. Schön, dass du da bist. Ja, leider muss man ihn killen. Ihr seht's ja, ich kann nichts machen. Aber ich lasse ihn sich selbst töten an meinem Schild. Guck. Und Eisblock. Tot. Ich meine, man muss ihn töten. Ich fand's lustig. Ja, es ist ein alter, armer Mann. Ich weiß nicht, wie er so durch die Tür geflogen, durch das Dings geflogen ist, aber... Ja, ich habe ihm nichts getan. Er hat sich selbst was getan. Das wäre gar nicht nötig. Wenn ich in Bund mit dem Drachen gegangen wäre, wärst du schon lang tot. Evil upon this land as upon its ruler. Just look upon the hellish wall, the gapes where once our city stood. Wie er es echt versucht, ne, der Drecksack. Dabei hat er den Bund, ist er den Bund eingegangen. This is not the work of the dragon's dark magic. Ja, kommt her. Ich mache euch alle fertig. Ihr habt keine Chance. Und eigentlich würde ich euch gerne einen Haarschnitt verpassen. Ich habe nur kein Schwert mehr. Nein, spring doch nicht runter. Komm. Ich kann ihn nur mit Blocken töten. Also mit der Rüstung kann man nicht so runterspringen. Man wäre sofort tot. Hallo. Moin. Rage. Ich soll echt flüchten? Ich habe keinen Bock zu flüchten.
Dankeschön. Ja, euer Geld brauche ich. Ach, Herzog, du hörst dich Stück aus, Shit. Ja, ich gehe dann mal. Tschüss. Ich weiß nicht, wo ich sonst hätte hinflüchten sollen. Gehen wir einfach mal da lang. Ja, der dreckige Herzog hat uns schon wieder verraten. Oh nein, dich will ich nicht umbringen. I knew you for a villain. I've suffered your avarice. Sir Maximilian. So, was ist mein Auftrag eigentlich? Ergreift die Flucht, ihr wurde als Verräter geächtet, den es tot und lebendig zu fassen gilt, dann kommt in Verfolgung und flieht aus Grand Sorin. Ja, das ist einfach. Also erstmal raus aus Grand Sorin. Kann ich hier eigentlich lang? Ich glaube, ich könnte in den... einfach in den Abgrund springen. Aber ich will nicht in den Abgrund... oh, guck mal, hier gibt's ja noch was. Ich will nicht in den Abgrund springen. Supermedaillon, das ist cool. Aua. Ihr seid so lame. Ihr seid so schön lame. Oh, und da ist Sir Maximilian tot. Dankeschön, das wollte ich nicht. Selber schuld. Mano, ihr seid alle doof. Ja, gib uns Abwehr, das ist cool. Moin. Tschüss. Oh, Geld. Hey, hier kann man farmen. Immer nur 100 at a time, aber... wenn man 20.000 von den Typen tötet, dann hat man noch ein paar Level. Wie knuffig die laufen. Wo geht's hier runter? Da hinten. Gehen wir mal aus Grand Zone raus. Ich weiß nicht, ob man in den Abgrund springen sollte jetzt. Ich will nicht. Ich will erst meine verdammte Klasse wechseln, beziehungsweise die von Gary Linde, nicht meine. Obwohl ich meine, so wäre sie wahrscheinlich besser dabei. Da sind einfach viel zu viele Magier. Das wird, glaube ich, nicht gut sein im Abgrund. Wow. Wollt ihr das wirklich, Freunde? Guck mal, einmal abwehren. Und schon sind sie tot. Das ist so geil. Das ist so schön, wie sie sich selber töten an meinem Schild. Ach, guck mal, hier sind noch ein paar mehr. Ja, moin. Aber dahin ist der Ausgang. Oh, die sind ganz schön stark. Seid ihr echt stärker? Ihr seid wirklich stark. Ihr seid ein Sterblicher. Ja, ja, ich gehe ja schon. Tschüss. Tschüss, ich gehe ja schon. Ist alles cool. Wow, die sah cool aus. Oh, die haben wir, glaube ich, schon gesehen auf dem Dach. Gary, at Gary the Gamerid. What? Was willst du denn, Carter? Wenn du einmal unten im Grabenbruch warst, kannst du einfach wieder nach oben reisen. Ja, ich weiß. Ach, und dann steht Eckball in der Vasallengilde. Ja, das ist ja schön. Aber ich muss erstmal hier raus, oder? Aber soll ich jetzt in den Grabenbruch springen? Sag mir das mal. Oder soll ich lieber einfach nur rausgehen? Weil es hieß ja, ich soll raus. Also einfach nur aus Grand Sorin. Ich verfolge gerade eh keiner. Ich habe gerade eine Sekunde Zeit. Das ist eine sehr angenehme Flucht. Ich muss zum Grabenbruch. Okay, ist ja gut. Hätte man mir auch gleich sagen können. Warum steht da nicht, geht zum Grabenbruch? Hey Freunde. Cool, ne? Alles cool. Ja, ja, ich bin eigentlich ein netter Kerl. Jetzt verliere ich hier auch Ausdauer. Das ist gemein. Ich bin eigentlich ein netter Kerl. Euer Duke ist so ein Dreckstück. Bla, bla, bla. Guck mal, ich kann einfach so davonrennen, obwohl ich so voll die fette Rüstung trage. La 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 la. Na, alles cool. Au, that hurt. Okay, ich kann hier vielleicht doch nicht ganz so davonrennen. Moin. Ach ja. Ach, jetzt. Okay, ich hätte die andere Richtung gehen müssen. Das wird episch. Wie die was könnten. Oh oh. Aber das wird geil, Leute. Ich liebe den Grabenbruch. Oh. Guck mal, die sind alle den Drachen gefolgt vorher. Hat ein paar davon gefressen. Oh, da sind Gargoyles dabei. Kann ich die jetzt finden? Ich will nur nicht auf den Boden des Grabenbruchs. Da will ich nicht hin.
Noch nicht. Da wollen wir natürlich irgendwann hin, aber jetzt noch nicht. Oh ja. Haha, seht ihr es? Seht ihr es? Oh, das ist da. Geil. Läuft mir kalt den Rücken runter. Das ist einfach nur cool. Tschüss. Ja, das wird wehtun. Das wird verdammt wehtun. Hui! Ja. Ich will dahin. Ich will dahin. Ich will da. Au. That hurt. Ja, es gibt jetzt sehr viele verschiedene Stellen, die man hier ansteuern kann. Prove now your worth. Show that you've the strength to break the yoke that binds you. Oh, guck mal, die kennen wir. Oder die zappelt nur ein bisschen. Wir kennen sie. I would ask aught of you, Arisen. Please, take this. Das? My mistress gathered their like as she sought her way through the depths. She died as she was done. If you would take up her task, pray bring them here to me. Oh, cool. Noch mehr Quest. I trust that you will see my mistress will done. Ich glaube, das ist so der Check-up, wann wir alles untersucht haben. Wenn wir alle Sachen für sie gefunden haben, haben wir den ganzen Grabenbruch untersucht. Okay, ich stehe ein bisschen in der Textur, aber ist okay. Und Lazarusstein, sehr schön. Treacherous! Ja, sammelt die Steine. Wir müssen anscheinend mehrere von den Steinen sammeln. Hier sind noch ein paar Pawns. Hallo! Ich hoffe, ich habe den richtigen Abschnitt getroffen. Nett. Schön bauchfrei. Ah, hier komme ich noch nicht rein, oder? Doch? Okay. Ich dachte nur wegen der Öffnung. So. Hammer der Wirrnis. Oh Gott, no. Im Mesh, ja, ist okay. Hast ja recht. Ja, hast ja recht, im Mesh, Mano. Hallo. Our descent was slow work and hard won. In the end, it claimed my master's life. This place is home to fearsome creatures, sir. Take care. Das sind alles verlorene Pawns, wie gemein, wie böse. Okay, hier komme ich nicht durch. Komme ich hier irgendwann noch durch? Ich weiß es nicht. Lässt sich nicht öffnen. Oh, das ist so cool. Ich liebe diesen Teil. There are those among the pawns that haunt this place, who attack any they see. Ihr Dress ist nice. I know not the cause of their corruption. Perhaps no one does. Ja, du hast ja recht, Carter. Ich finde das gut. Ich finde das sehr gut. Der Unterschied ist ja wirklich da. Das hätte ich dir gerade ausgedacht. Ein Reisestein, den ich nicht brauche. Aber der ist gut, weil vorher gab es ja nicht unendlich viele. Und wenn man keinen Reisestein mehr hatte, kam man hier halt nicht mehr weg, ne? Let's have a look. Ein Juwel der Gesundheit. Naja, ist nicht wirklich sinnvoll. Aber gehen wir mal hier weiter und gucken uns mal an, was uns hier in diesem Grabenbruch alles erwartet. Denn das wird... ouch werden. Mehr als ouch. Oh nein. Das Vieh ist die Hölle. Wenn ich mich recht entsinne, ist da... Ja, da, seht ihr? Das Vieh war das, was wir am Anfang getroffen haben. Oh Gott, wie kann man den überhaupt töten? Das weiß ich gar nicht. Aber das Vieh haben wir am Anfang in der Vasallengilde getroffen. Beziehungsweise nur seine Arme haben wir getroffen. Schon. Yes! Hack ist tot! Oh, der Bolinenhagel ist geil gegen das Vieh. Du hattest mit dem kein Problem. Also ich weiß, dass er dich instant killen kann. Das ist das Problem. Und wir haben ihm auch gerade seinen Tentakel abgeschlagen. Das ist natürlich cool. Du hast aber noch ein paar. Kannst du auch weghauen? Yes, gib mir Feuer! Ja, lass ihn brennen, das dreckige Vieh! Yes! Oh ja gut, wir haben auch nicht wirklich viel Problem mit dem. Und wir schlagen ihm gut seine Tentakel ab. Noch ein paar? Wow! Oh my goodness, schaut euch an, wie wir den wegmetzeln. Ich habe den viel schwieriger in Erinnerung. Also ich habe noch nie gespielt, aber vom Sehen her. War der eigentlich gar nicht so einfach. What? Ist er abgehauen. Feige Sau. Komm her. Oh ja, die Augen waren nämlich böse. Oh, das ist das Auge, das Auge, das Auge, das Auge, das Auge. Nein! Oh, das Auge!
Das ist übrigens Behold. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, mit dem Zauber kann er uns instant töten. Ich will nicht, dass du den Zauber auslöst. Wow, der war böse. Ah, seht ihr, er hat uns einen Curse gegeben. Jetzt. Yes, aufs Auge. Immer mehr aufs Auge. Ich will dir das Auge zerhacken, du Mistvieh. Ist noch nicht tot? Was ist das denn? Wie sieht... Oh, er wächst noch, wachsen neue Tentakel. Nicht so geil, komm her. Pack die Tentakel ab. Ich sehe nichts. Ah, Feigling. Hier liegen überall wie... Was? Vitrian-Splitter? Nein, ich will die haben. Oh Mist, ich hab die Splitter nicht. Ich glaube, das ist wieder eine Tentakelphase, wo er nicht mit dabei ist. Wieder ein Tentakel down. Ja, aber jetzt wissen wir auch, was im Grabenbruch das erste Mal auf uns gewartet hat. Als wir dort waren. Wow, Blitz bringt echt gar nichts. Da bringt ja mehr gar nichts zu haben. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Er hat nicht mehr viel. Komm schon. Aber der Beholder gibt ein Achievement. Das ist übrigens eine sehr bekannte mythische Kreatur, der Beholder. Komm schon. Nein, 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 ich will sein Auge. Oh Gott, jetzt macht er wieder einen Fluch. Yes, wir haben ihn. Eye Contact. Yes. Yes, yes, Lazarussteine. Und Vidrian. Und üblen Augapfel. Und noch mehr Vidrian. Und noch mehr. Gib mir mehr Vidrian. Geil. Da hinten ist noch ein Vidrian-Splitter, den ich auch gerne haben würde. Ich denke, wir können daraus... Oh, da ist er weg. Vidrian machen. Dreckiger Beholder. Eine sehr gefährliche Kreatur. Ich meine, die kann einen Todzauber, der einfach alle umbringt. Also wenn er in Angriff... Oh, nee. Versteinern kann der, glaube ich. Das war das. Ich meine, das war's. Hallo, Douglas Vieh. Schön, dass du reinschaust. Spaß mit im Loch mit Tentakel. Wow. Wow. Ja. Der Grabenbruch war ja eigentlich das, wo wir die Vasallen getroffen haben. Und unten im Grabenbruch kamen diese Tentakel. Und jetzt wissen wir auch, woher die kamen, nämlich hier. Der hat die einfach hier durch die Erde gestopft. Und hat die uns dann entgegengeschleudert. Und deswegen waren die auch unbesiegbar, weil wir nicht an ihn rankamen. Und weil wir zu schwach waren. Denn wir haben wir jetzt erst die Stärke erreicht, um das zu schaffen. Okay, hier kommen wir noch nicht durch. Ich glaube, hier geht es sonst nicht weiter. Wir müssen jetzt wieder zurück und nach oben und eine andere Etage auswählen. Und auf jeder Etage wartet so ein monströser Gegner. Nenn den... Spaß, Mann. Ich soll den Part auch noch so nennen, ey. Ihr seid ja krank. Ich glaube echt, in jedem Dings wartet hier so einer. Boah, guck mal, wie lange der braucht zum Zerfließen. Das ist ja auch krass. Zerfließt du noch? Oh, wie er blubbert. Och, wie süß. Ja, aber cool. Und ich finde die Gegner hier super, super interesting. Super interessant. Macht sicher viel Spaß. Bin gespannt. Aber wir gehen jetzt erst nochmal zu der Trulla zurück. Wir haben jetzt 2 Steine mehr gesammelt. 2 Lazarussteine, was echt eine Menge ist. Wenn man sich mal überlegt, wie wertvoll die Dinger eigentlich sind. Vitrian. Ein machtvoller magischer Kristall wird zur Herstellung von Waffen und Rüstung verwendet. Und der üble Augapfel genauso. Der ist aber nicht kombinierbar. Amulett des Veteranen könnten wir hier mitmachen. Das ist ja auch cool. Mit dem schwarzen Kristall noch. Ah, 3 Lazarussteine. Volle Lazarussteine, Leute. Wow. Wow. Das ist richtig heftig viel. Oh, wir kommen jetzt hier durch? Nee, leider nicht. Hello. Hallo. Rochelle, auch schöner Name. Hello. Das sind aber autogenerierte Typen. Also Faircrest und Rochelle sind, glaube ich, keine Spieler-Pawns. Oder Vasallen. Wo ich Pawn immer noch besser finde, weil es sind... Pawn ist ja vom Schach der Bauer. Das ist ein Pawn. Das ist jemand, das ist eine Figur, die man opfert. Und im Grunde sind die Vasallen hier genau das Gleiche. Einfach nur Supporter des weit wichtigeren Person. Sieht hübsch aus. Wer bist du? Das sind Spielervasallen hier, das, oder? Ja, das sind Spielervasallen. Yes, Arisen. Von wem bist du? Shezri. Okay. I see. Ist ein Magier. Ehrlich, auch die Bewertung vom Aussehen so schlecht. Ich finde sie auch sehr hübsch gelungen. Ich weiß nicht, warum die alle immer so schlechte Bewertungen bekommen. Ist echt traurig. Gute Besessenheitswiderstand. Oh, Dunkelheit ist Minus. Minus ist nie gut. Ja, der hat den Kamin des Todes. Sie hat also den Ring, der den Kamin
verbessert, den Kamin des Grauen. Yes, Arisen. Sehr cool. Sehr schöner Vasall. Wow, das ist ja auch cool. Es gibt so eine Wolfskappe. Die ist Hello. Ja nice. Yes, Arisen. I like. Cassandra. Sehr cool. Okay, wir können jetzt noch weiter runtergehen. Wir können aber auch weiter hoch. Ist denn, warum ist sie nicht mehr hier? Wo ist sie? Goldring. I'll take that. Wo ist die denn, die hier eben noch war? Ich dachte, wir müssen die Lazarussteine bringen. Vielleicht ist sie wieder oben. Das kann sein. Wir können hier jetzt weiter runterspringen und zum Beispiel zur nächsten Ebene versuchen zu kommen. Ich mache das einfach mal und wir gucken mal. Erstmal speichere ich. Ansonsten porte ich einfach wieder hoch. Und dann gucken wir erstmal, dass wir Gary Lindo umstellen, auch wenn das hier absolut tödlich wird. Oh nein, ich komme nicht hin. Crap. Nein, 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 nein. Oh, crap. Au. Ja, wir sind auf jeden Fall auf einer anderen Ebene. Das ist schon mal gut, würde ich sagen. Gucken wir einfach, was hier auf uns lauert. Wahrscheinlich der Basilisk, da könnte ich drauf wetten. Aber ich will hier auf jeden Fall jeden Punkt machen in diesem Grabenbruch. Oder zumindest versuchen, jeden zu machen. Hier ist auch kein Sucheramulett mehr. Wir brauchen nicht mehr viele. Bis zur 20 haben wir nicht mehr viel. Ich glaube noch 6, 7, 8 oder so. 6 wahrscheinlich. 6 oder 7. Das ist nicht mehr so viel. Ich finde diesen. Ich guck mal, wie schön das aussieht, dieser Zauber. Voll gut. Die will ich auf jeden Fall noch voll haben. Das wäre zumindest cool. Ja, dass die alle jetzt im Prinzessinnenkleid rumlaufen, finde ich auch ein bisschen öde. Die Kammer der Tragik. Wir haben, also das sollten wir uns vielleicht irgendwie aufschreiben. Wir haben diese Kammer der Wirrnis und wir haben die Kammer der Tragik. Warte, ich schreibe mir das mal auf. Damit ich nicht durcheinander komme, welche wir schon hatten und welche nicht. Ich habe doch hier einen kleinen Block. Ich brauche jetzt nur einen Stift. Noch einen Stift? Kein Stift. Da ist ein Stift. Also. Kammer. Oh, der schreibt natürlich wieder nicht. Ne? Das ist so typisch. Wenn man einmal einen Stift braucht, der schreibt, dann findet man wieder keinen. Den da. So. Also. Kammer der Wirrnis. Und Kammer der Tragik. Also Wirrnis ist check. Da waren wir. Tragik waren wir noch nicht. Da gehen wir jetzt aber rein. Oh, ich sollte noch einen Cut machen. Wir gehen im nächsten Part in die Kammer, Leute. Ich mache hier einen ganz kleinen Cut und wir sehen uns dann wieder am nächsten Tag. Bis dann, Leute. Tschüss bei Dreams Dogma.